mitten auf dem Bürgersteig eine Leiter. Und jetzt? Drunter durch? Dran vorbei? Was würden Sie machen? Drum rumgehen. Warum? Weil ich es nicht anders gelernt habe, sagen wir mal so. Unfallgefahr, kann zusammenbrechen. Eine Portion Aberglaube auch dabei? Ah ja, wenn du jetzt sagst, am Gerüst gehe ich auch mal außen rum. Kann möglich sein, ja. Vorbeigehen. Warum? Das Aberglauben. Aus dem Instinkt geht man immer drum rum. Sie sind also abergläubig? Ja. Ich gehe drunter her, ja schon drunter her passe. Ja, ich bin vorhin auch schon drunter her gegangen. Nicht abergläubig? Nein, absolut nicht. 13. ist ein Glückstag, schwarze Katze mag ich. Kein Problem. Wir machen heute den Aberglaube-Leitertest und stellen eine große Klappleiter mitten auf einen schmalen Bürgersteig auf, neben einem Bauzaun. Allerdings ist hier noch ein kleiner Weg, wo die Leute vorbei könnten, wenn sie dann wollen. Gucken wir doch mal, wie abergläubig die Leute hier sind. Gesagt, getan. Dieser Mann steuert auf die Leiter zu, zögert ganz kurz, geht aber dann drunter durch. Es war zu spät. Ich war schon unter der Leiter und da habe ich mir jetzt gedacht, wäre jetzt Blödsinn, wieder zurückzugehen und um die Leiter rum. Also da hätte ich dann über mich selber wahrscheinlich gelacht. Aber Sie haben drüber nachgedacht. Korrekt. Und auf dem Rückweg werde ich auch nicht mehr unter der Leiter durchgehen. Diese beiden Blondinen entscheiden sich lieber, direkt an der Leiter vorbeizugehen. Und auch dieser Mann schiebt sein Fahrrad lieber an der Leiter vorbei, anstatt darunter durchzugehen. Sind Sie abergläubig? Nein. Wieso sind Sie dann außen rum gegangen? Aus Reflex, würde ich sagen. Also ich bin nicht abergläubig, aber wenn man eine Leiter sieht, läuft man nicht drunter durch. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hört man halt immer so, dass man das nicht tut. Komischerweise gehen aber wirklich fast alle getesteten Personen an der Leiter vorbei. Aus Reflex? Aus Intuition? Aus Aberglauben? Wir wissen es nicht. Dieser Fahrradfahrer muss sogar abbremsen, wählt aber auch lieber den schmalen Weg um die Leiter herum. Sind Sie abergläubig? Vielleicht ein bisschen. Können Sie sich vorstellen, warum ich frage? Ja, wegen der Leiter da hinten. Genau. Sie sind extra, obwohl Sie relativ flott unterwegs waren mit dem Fahrrad, ausgewichen. Wieso? Heißt ja immer so, man soll nicht unter Leitern durchfahren. Ja. Und daran glauben Sie auch? Ja, warum nicht, ne? Also, besser ist das. Wir stellen die Leiter jetzt also so hin, dass man über die Straße müsste, wenn man nicht drunter durch will. Und siehe da, diese Männer gehen tatsächlich über die Straße. Seid ihr abergläubig? Ein bisschen, ja. Hat man ja gerade an der Leiter gesehen. Und auch er geht über die Straße. Ich bin tatsächlich an der Stelle abergläubig, was ich sonst nicht bin. Wiederum fast alle Leute gehen auf einmal über die Straße, nur um der ominösen Leiter aus dem Wege zu gehen. Für Pfarrer Dietmar Heeg eigentlich unverständlich. Ganz klar, als Christ bin ich natürlich nicht abergläubisch, sondern ich bin gläubig. Ich glaube an Gott, der mich in Freiheit gesetzt hat und der mich auf meinen Lebenswegen begleitet. Auch wenn ich unter einer Leiter durchgehe, da bin ich mir sehr sicher. Natürlich, ich habe auch Verständnis für Menschen, die irgendwie aus irgendwelchen Lebenserfahrungen heraus abergläubisch sind. Aber rate einmal, einfach sich mal auf Gott verlassen und einfach mal unter einer Leiter durchgehen. Ich bin mir sicher, es passiert gar nichts. Einige sehen so eine Leiter und das darunter durchgehen auch völlig nüchtern. Tatsächlich sind aber die meisten Menschen während unseres Tests so oder so wirklich drum herum gegangen. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.